Offenbar greift der Gleichheitswahn gegenwärtig so unaufhaltsam um sich wie im späten Römischen Reich das Christentum. Lieber User, fühlen Sie sich auch wie Thilo Sarrazin vom Gleichheitswahn verfolgt? Ist die Meinungsfreiheit in Deutschland gefährdet? Das nämlich behauptet Sarrazin in seinem dritten Buch, das jetzt erscheint. Nach eigener Aussage kam dem Autor die Idee, nachdem er für sein erstes Buch, Deutschland schafft sich ab, 2010 teilweise heftig von Medien und Politik kritisiert wurde. Das Gleichheitsimperium in Medien und Politik schlug damals zurück. Und darauf war ich offen gestanden gar nicht vorbereitet. Mit der Tugendterror will Sarrazin den Spieß umdrehen und Medien und Politik an den Pranger stellen. Die seien getrieben vom Gleichheitsideal und vertreten immer nur dieselben Meinungen und Ansichten, meint der ehemalige Berliner Finanzsenator und Bundesbankvorstand. Dabei stellt er selbst das lebende Gegenbeispiel dar. Aber wer das Gute will oder wollte, zieht oder zog es häufig vor, nicht so scharf zu denken. Also ich finde ihn eigentlich erstaunlich harmlos heute. Er war ja eigentlich eher so ein bisschen wie so ein gestrenger Familienpapa, der jetzt mit seinen abtrünnigen Kindern ins Gespräch kommen möchte. Also er hat sich ja auch sehr liebevoll immer allen Fragen gewidmet. Also da haben wir einen Mann beobachtet, der offensichtlich sehr zufrieden mit sich selbst ist. Sarrazin hofft auf eine öffentliche Debatte über den von ihm gefühlten Gleichheitswahn und will nebenbei selbstverständlich seine späte Karriere als Bestsellerautor verlängern. Wenn es dem Absatz dient, tue ich doch alles. Mach auch Kopfstand, kein Problem. Ja. Über zu geringe Verkaufszahlen muss er sich wohl kaum Sorgen machen. Für einen ähnlichen Provokationserfolg wie bei seinem ersten Buch spricht allerdings wenig.